Kinder, was geht bei euch ab? Junge, nach der ganzen Mario-Aufregung habe ich mir was Gemütliches rausgesucht. Besiege oder Besiege, oder wie man das ausspricht, ja? Vielleicht auch Besiege. Jeder kennt's, ja? Ich fange einfach mal an. Ich gehöre ja seit einem Monat oder zwei zur hart arbeitenden Bevölkerung, also manchmal. Und ja, da hat man nicht so viel Zeit für am Pipi rumspielen und so. Nee. Ich zeige euch mal, wie das Spiel funktioniert. Schaut, das hier ist ein kleines Haus. Das ist ein kleines Haus. Das ist Fridolin, der wohnt in dem Haus. Ja. Da meint er, wäre cool, aber er ist gar nicht so cool. Und in seinem Haus wohnen auch Schafe. Guck, das ist, das sind die Schafe. Hier nochmal Fridolin, er trinkt sehr viel, deswegen ist die Nase rot. Und ja, unsere Aufgabe ist es zu zerstören. Gut, wir starten einfach mal das Spiel. Ich habe sehr viel Zerstörung angerichtet. Aus diesen Sachen da unten baut man sich, ein bisschen wie bei Garry's Mod, aber nicht so wie bei Garry's Mod, schon anders, baut man sich halt Zeug. Eine Maschinerie. Wir müssen das Teil kaputt machen, ne? Ich würde sagen, am besten ist es natürlich, wenn wir einfach dagegen fahren. Ich euch zeige, wie gehen und dann ihr kacken. Das ist die Grundform, ja. Jetzt mache ich hier Räder dran. Zack, 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 zack. Wenn ich jetzt auf Play drücke, fällt es runter. Pass mal auf, jetzt drücke ich nach vorne. Brumm, 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 brumm. Und ich habe das Level bestanden. Es war schon schwer. Oh, ist ein Schaf zu Bruch gegangen. Ist natürlich sehr unangenehm, wenn sowas passiert. Oh, wie ungeschickt. Jürgen? Jürgen! Naja, also Jürgens Haus ist jetzt halt kaputt. So hieß er doch Jürgen, oder? Ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß. Jürgen, glaube ich. Oh, Jürgen! Jürgen, lauf lieber da! Ach, Jürgen, nein! Oh, nein! Vielleicht kann ich ihn irgendwie retten. Guck, wie er da liegt. Ja, ich bin tot. Das war jetzt praktisch Level 1. Ihr merkt schon, wie der Hase läuft, ne? Das, jetzt muss ich diese Bums zerstören hier, diese Windmühle. Und jetzt habe ich natürlich mein Auto von gerade eben, aber da geht natürlich nicht viel, da diese Scheiße ja oberhalb liegt. Oh nein, die Autos gehen dann natürlich auch kaputt. Braces kann man die dann noch verstärken. Guck mal hier. Und nochmal Do über Kreiz. Ich dachte, das ist ein Gute, das hält jetzt was aus. Das hält einiges aus, das Gerät. Oh. Die Hühner. Wie kleine rote Bären. Ihr könnt mir natürlich jetzt nicht live sagen, wie ihr es gerne gebaut haben wollt. Deswegen baue ich jetzt wirklich meinen eigenen Scheiß zusammen. Man kann auch Kanonen dran bauen. Habt ihr gesehen? Die kann man nur einmal abschießen. Bisschen dramatisch machen. Boom. Aber irgendwie bringt das nicht so viel. Vielleicht haben wir nicht ausreichend Kanonen dabei. Schauen wir mal. Und gar nichts. Und gar nichts. Ich würde sagen, wir wollen direkt irgendwas, was ein bisschen nei haut. Also machen wir jetzt eine Bum-Bum-Maschine. Wir machen hier einfach noch einen Stock drauf. So. Und ich meine jetzt, die Windmühle treffen zu können. Oh, die Kanone ist, das ist die, die vorsichtshalber nach oben schießt. Los geht's. Männer, Feuer! Feuer? Vielleicht heben wir ja ab. Achtung, Feuer. Weil die Maschine hätte man damals auch schon nutzen können, ne? Die funktioniert doch sehr, sehr präzise. Guck mal. Wir müssen, unser Ziel ist es, da vorne anzukommen. Jetzt können wir natürlich mit unserer ultimativen Kriegsmaschine, können wir fahren und dann aber, natürlich. Ja. Diese kleinen Spikes hier, ne? Diese hier sind nämlich kleine Bömpchen. Wenn man die berührt, ist man zerstört. Deswegen müssen wir jetzt brauchen wir eine Lenkung. Ich mache den ganzen Schumble da oben ab, das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt hier in diesem Level keine Geschütze oder sowas. Und schon habe ich hier, ich habe jetzt doppelt Räder dran gemacht, lass die inneren halt dann gegen sich drehen, wie bei einem Panzer, wenn man, ne? Guck hier, zack, zack, zack. Und somit kann ich lenken, diese ganze Schose. Die Schafe sind ein bisschen blöd, die laufen, glaube ich, auch irgendwann... Ja, kommt her. Riecht an meinem Auto. Oh nein, diese Mine ist ganz schön... Oh Gott! Da ist ein Schaf in eine Mine gerannt. Das ist einfach gerade eben neben mir gelandet. Pff, locker. Und es ist so entspannt, im Gegensatz zu Mario. Dieses Level, da müssen wir da hinten ein Haus zerstören und eine Windmühle. Und diese Archer schießen auf uns. Ihr seht schon, das gibt natürlich Probleme, denn wenn die uns dann ein bisschen beballern, man sieht hier schon, die Sachen gehen kaputt. Aber naja, wir können vielleicht noch den Sieg rausholen, oder? Nein, können wir nicht. Ja, zack. Zack. Die Braces sind echt stark, ne? Oh, na, das war's. Das hat sich ausgebraced. Vor denen liegt eine Mine. Natürlich können wir jetzt selbstmördermäßig... Aber das hilft uns nicht weiter. Oh, wie soll die Luft gehen? Hui! Diese edlen Recken sind gerade eben gestorben. Schießen wir da drauf? Die Bum-Bum? Es ist so einfach, ja, man glaubt es kaum. Aber dennoch kommen wir jetzt nicht oben an die Dinge dran, ne? An die Windmühle kommen wir jetzt so nicht dran. Die untere schießen mit 6 und die oben mit 1 bis 5. Los geht's. So, die Knirche sind schon mal hinfort. Da kommt das Fahren wir an. Nee, komm, wir haben so viele Kanonen. Mit der äußeren schießen wir das jetzt an. Achtung, 5. Puh, volle Treffer und so. Knapp. So, wir müssen 90% der Enemies killen. Starten wir einfach mal das Spiel. Feuer. Einfach in einen reingeschossen. Oh, erstmal unsere ganzen Geschütze betätigen.
Wow. Obwohl, die Einzelteile, kriegen wir damit noch die 90%? Ah, ist natürlich, gut. Ey. Na, schaffen wir das? Ich fühle mich so wie jemand, der sagt, schaffen wir die 90 Likes heute noch? Na gut. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.